Julia, Sie sind 17 Jahre alt und deshalb verhandeln wir heute Ihre Strafsache wegen versuchten Totschlags an Ihrem Berufsschullehrer Stefan Renzel vor der Jugendkammer. Die Öffentlichkeit habe ich entgegen dem Üblichen zugelassen. Und als Ihr Beistand nimmt Ihre Mutter an der Verhandlung teil. Für die Jugendgerichtshilfe ist Frau Laser anwesend. Julia, Ihr Nachname ist Krüger. Sie sind am 18.11.92 in Hagen geboren, sind ledig, Kinder haben Sie keine. Was sind Sie vom Beruf? Ich mache zurzeit eine Ausbildung zur Konditorin. Und für ein paar Tage waren Sie in Untersuchungshaft, wohnen jetzt aber wieder bei Ihrer Mutter in Wuppertal. Sie sind mit Meldeauflagen verschont worden. Die Anklage, Herr Staatsanwalt Römer. Die Staatsanwaltschaft geht von folgender Tat aus. Die Angeklagte hatte ein sexuelles Verhältnis mit ihrem Berufsschullehrer Stefan Renzel. Während einer Schulparty am 5. März 2010 verlangte sie von ihm, an Ort und Stelle ein Kind mit ihr zu zeugen. Als Stefan Renzel daraufhin sofort die Beziehung mit ihr beendete, fesselte die Angeklagte ihn mit einer Handschelle an ein Regal und schlug mit einer massiven Schneekugel mehrfach auf seinen Kopf, um ihn zu töten. Anschließend legte sie eine Tarotkarte mit dem Symbol der Tod neben den Schwerverletzten. Stefan Renzel erlitt einen Schädelbruch, schwere Hirnblutungen und liegt seit der Tat im Koma. Es ist nicht absehbar, ob und wann er wieder aufwacht. Julia Krüger wird daher wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit schwerer Körperverletzung angeklagt. Vielen Dank, Staatsanwalt Römer. Julia, wollen Sie von Ihrem Recht zu schweigen Gebrauch machen oder Angaben zu Sachen machen? Ich will auch sagen, Stefan und ich, wir waren glücklich. Ohne ihn hat mein Leben überhaupt keinen Sinn mehr. Ich verstehe auch gar nicht, warum ich so etwas Schlimmes getan haben soll. Das passt auch alles gar nicht zusammen. Wenn ich mir diese Fotos angucke, das ist das Werk eines Psychopathen. Ja. Sie haben doch mit meiner Tochter gesprochen. Sie können doch bezeugen, dass sie nicht gewalttätig ist. Ich weiß nicht, ob Julia für diese Tat verantwortlich ist. Eines ist bei den Gesprächen mit ihr ganz deutlich geworden. Sie liebt ihren Lehrer. Nichts und niemand ist ihr so wichtig wie Stefan Renzel. Wenn man gemein wäre, würde man sagen, wer schlachtet die Kuh, die sie noch um die Milch bringen will? Also wenn es so wichtig für sie war, ist es doch ziemlich unlogisch, dass ich es dann töte, oder? Herr Römer. Sie haben es richtig gesagt. Wenn es so wichtig für Sie war, denn jetzt ist es ja nicht mehr, von Ihrer Seite vielleicht noch, von der Seite des Stefan Renzel ja nicht mehr. Der hat ja die Beziehung da beendet, wenn Sie die Anklage gelesen haben. Aber der ist ja nicht verdächtig, Herr Römer, oder? An Ort und Stelle. Und da ist doch für Sie eine Welt zusammengebrochen, oder nicht? Sie hatten sich da möglicherweise ja wirklich versprochen, Sie gründen eine Familie mit dem, Sie haben Kinder mit dem. Und dann haben Sie zu der Schneekugel gegriffen und haben eine Mordwaffe daraus werden lassen. Das ist hier die Tatwaffe gewesen. Ja. Julia, dem Gericht liegt ja ein Handyvideo vor. Das werden wir uns mal anschauen. Vom 5. Ja. März auf der Party aufgenommen. Und zwar von Ihrem damaligen Freund von Jan Stegemann. Und bei diesem Video spielt übrigens auch dieses Kondom eine Rolle, was am Tatort gefunden worden ist. Das schauen wir uns doch mal zusammen an. Ich hab schon zwei Kinder, ich will noch eins. Wie kommst du auf die schwarzsinnige Idee? Willst du unbedingt ein Baby von mir? Nee, nicht mit mir. Jetzt kommt. Nein, vergiss es! Sag mal, bist du eigentlich nur wegen Sex mit mir zusammen? Was bedeutet dir eigentlich unsere Beziehung? Wir haben doch Spaß zusammen. Du bist so krank! Du bist naiv, echt. Auf jeden Fall, das Ganze wird uns beide doch keine gute Idee. Was soll das denn jetzt heißen? Willst du etwa mit mir Schluss machen oder was? Ich weiß nicht. Vielleicht vergisst du das Ganze bis einfach mal. Ja, da gingen doch die Vorstellungen über eine gemeinsame Zukunft weit auseinander, oder nicht? Klingt jedenfalls so, sagen wir mal so. Und danach bricht dieses Video leider ab. Wie ging es nach dieser Auseinandersetzung weiter, Julia? Ich bin an dem Abend einfach direkt nach Hause gefahren. Ich war einfach total fertig und ich hatte überhaupt keinen Bock mehr auf Party. Und ich habe Stefan nichts getan. Das war einfach nur ein harmloser Streit. Wir haben uns halt öfters mal gestritten, aber am nächsten Tag wäre eigentlich alles wieder gut gewesen. Und ich hätte ihn einfach nicht so mit dieser Babysache nerven sollen. Irgendwann hätte er sich drauf eingelassen. Da bin ich mir sicher. Stefan hat mich geliebt. Das hat er mir so oft gesagt. Neben dem Schwerverletzten hat diese Tarotkarte gelegen. Der Tod. Ja. Death. Wie ist sie da hingekommen? Ich habe keine Ahnung. Ich interessiere mich auch nicht wirklich für das Zeug. Und die Handschellen? Damit war das Opfer an das Regal festgemacht. Sind das Ihre? Nein, also die habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Tut mir leid, aber mehr kann ich Ihnen dazu jetzt auch nicht sagen, außer dass ich unschuldig bin. Dann beginnen wir mit der Ehefrau des Verletzten. Martina Renzel, bitte. Okay. Und Sie nehmen bitte neben Ihrer Mutter Platz und neben Ihrem Verteidiger. Frau Renzel, bitte nehmen Sie Platz.
Frau Renzel, dass man bei Gericht die Wahrheit sagen muss, wissen Sie. Und wenn man das nicht tut, macht man Sie strafbar. Frau Renzel, Ihr Vorname ist Martina, Sie sind 44, wohnen in Wuppertal. Was sind Sie von Beruf? Ich bin Hausfrau und Mutter und also gelernt habe ich nichts. Entschuldigung. Ich habe bei meinem Mann ausgeholfen, der ist Konditor und hat dann Fortbildung zum Berufsschullehrer gemacht. Und da hat er ja auch dieses Mädchen kennengelernt. Mit der Angeklagten sind Sie weder verwandt noch verschwägert? Bin ich nicht. Tut mir leid. Ich komme direkt aus der Klinik und die Ärzte sagen, sie wissen nicht, ob er überhaupt irgendwann noch mal aufwacht und wie es ihm dann gehen wird. Fest steht auf jeden Fall, dass ungefähr 30% seines Gehirns schwer geschädigt sind. Ich verstehe einfach nicht, wie ein Mensch einem anderen sowas antun kann. Stefan wird wahrscheinlich für den Rest seines Lebens körperlich oder geistig behindert bleiben. Ich habe Stefan nichts getan. Ich liebe ihn, verdammt. Ich weiß, dass Stefan noch so immer bei mir ist. Schauen Sie, das sind wir beide zusammen. Hier. Und wir gehören einfach zusammen. Frau Renzel, wie haben Sie überhaupt erfahren, dass Ihr Ehemann eine Affäre hier mit der Angeklagten hatte? Eigentlich erst durch die Polizei, als das alles passiert war. Mit einer 17-Jährigen. Ich konnte das einfach nicht glauben. Das kann allenfalls eine bedeutungslose, kurze Affäre gewesen sein. Stefan wollte den Rest seines Lebens mit mir verbringen. Was wissen Sie denn schon vom Rest des Lebens? Als Sie geboren wurden, da waren Stefan und ich schon lange verheiratet und hatten zwei Kinder. Marc und Fiona sind 20 und 19 Jahre alt und sind mittlerweile von zu Hause ausgezogen. Und weil ich halt, ja, ich habe mich oft einsam gefühlt, weil ich eben nicht berufstätig bin. Aber dann hat mir Stefan zum Geburtstag eine Reise geschenkt auf die Malediven. Nur wir zwei. Im August sollte es losgehen. Da hätten Sie alleine hinfliegen können. Stefan hat Sie gehasst, weil Sie sich so gehen lassen. Genau das hat er zu mir gesagt. Julia, anderer Ton und dieses Foto. Drehen Sie es bitte so rum, dass es die Frau Renzel nicht die ganze Zeit bei ihrer Aussage anschauen muss. Ja? Von wem ist eigentlich, seit wann sind Sie zusammen? Seit Oktober 2009. Und von wem ging die Initiative auf? Von mir. Ich habe sofort gemerkt, dass Stefan auf mich steht und dann habe ich ihn nach der Schule einfach mal abgefangen. Wir sind später einen Kaffee trinken gegangen. Wir hatten uns sofort so viel zu erzählen. Ja, und dann sind wir zu mir gegangen. Frau Krüger, haben Sie von der Beziehung Ihrer Tochter zu Ihrem Lehrer gewusst? Zuerst habe ich gar nichts mitbekommen. Und erst später habe ich mir meine Gedanken gemacht. Da ist sie immer öfter und immer seltener zu uns nach Hause gekommen. Und dann hatte sie auch mal so einen verträumten Blick drauf. Da habe ich sie gefragt, da habe ich mir Gedanken gemacht und habe sie gefragt, mit wem sie zusammen ist. Und dann hat sie mir das gestanden, dass das ihr Berufsschullehrer war. Da war ich natürlich total geschockt erst. Und ich wollte ihr die Beziehung auch ausreden. Aber als ich dann gesehen habe, wie glücklich sie eigentlich ist. Frau Renzel, Sie waren ja auch auf dieser Schulparty. Ihr Mann soll auf dieser Party sehr eng umschlungen mit der Angeklagten getanzt haben. Haben Sie das nicht gesehen? Nein, da habe ich nicht drauf geachtet. Ich habe mich auch die ganze Zeit mit Herrn Holler unterhalten, mit dem Kollegen meines Mannes. Tatwaffe war ja diese Schneekugel, dieses massive Teil mit Delfinen. Die stand in der Konditorei von der Berufsschule. Kollegen Ihres Mannes haben ausgesagt, das sollte ein Geschenk für Sie sein. Darauf sind die Fingerabdrücke der Angeklagten. Allerdings weder auf der Tarotkarte noch auf diesen Handschellen, die auch da lagen bzw. eingesetzt worden sind. Julia, wie kommen Ihre Fingerabdrücke auf diese Tatwaffe? Ja, die stand da schon ewig rum. Ich habe die aus Spaß einfach mal geschüttelt. Mhm. Neben Ihrem Ehemann lag auch diese Tarotkarte hier. Der Tod. Hat sich Ihr Mann für Wahrsagerei interessiert? Überhaupt nicht. Und Sie? Tun Sie das? Ja, ein bisschen. Ich war letztes Jahr zur Kur und da hat mir meine Frau die Karten gelegt. Aber eigentlich glaube ich nicht wirklich daran. Nur so ein bisschen. Und die Handschellen, haben Sie da eine Idee, von wem die waren? Mit denen war Ihr Mann an das Regal gefesselt? Ja, das kann sein, dass die von mir waren. Ich habe vor ein paar Jahren mal sowas gekauft, weil ich
Ja, weil ich unser Eheleben ein bisschen aufpeppen wollte. Und jetzt habe ich sie nicht mehr gefunden. Also vielleicht hat Stefan die mitgenommen. Noch Fragen an die Zeugin Renzel derzeit? Nein, danke. Dann möchte ich zunächst einmal mit der Schülerin fortsetzen, die ihren Ehemann so schwer verletzt gefunden hat, Sarah Michner. Frau Michner, bitte, Sie nehmen bitte an der Seite Platz, bleibt unvereidigt, Zeugin. Frau Michner, bitte nehmen Sie doch hier vorne Platz. Sarah, dass man bei Gericht die Wahrheit sagen muss, wissen Sie, wenn man das nicht tut, macht man Sie strafbar. Nachname ist Michner, Sie sind 17 und wohnen in Wuppertal. Was sind Sie vom Beruf? Ich mache eine Ausbildung zur Konditorin, genau, wie Julia. Verwandt oder verschwägert mit Julia sind Sie nicht? Nein. Sarah, warum sind Sie überhaupt mit Jan Stegemann von der Party weg, die ja im Parterre war, oben in den Praxisraum gegangen? Ja, Jan kam auf einmal auf der Party zu mir und meinte, dass Julia und der Renz im Praxisraum am Rummachen waren. Und ey, ich fand das so schräg. Ich meine, das ist dein Lehrer. Ja? Und dazu auch noch 30 Jahre älter, Mann, Mädel, der könnte dein Vater sein. Sarah, wir waren dabei stehen geblieben, dass Ihr Freund Jan Ihnen von sexuellen Handlungen erzählt hat zwischen Julia und Ihrem Lehrer. Sie beide sind deshalb wieder hochgegangen und dann? Ja, wir haben uns dann angeschlichen und dann haben wir da reingeschaut und dann war es schon zu spät. Überall, alles war voller Blut und ich habe ständig diese Bilder, alles. Er lag dann in seiner Blutlache und dann das hat die Hand angekettet ans Regal und ich konnte nicht anders, ich fing an zu schreien und ich sehe nur dieses Blut die ganze Zeit und ich, das war so schrecklich. Der Notruf wurde ja um 22.05 Uhr abgegeben und als Sie mit Jan in den ersten Stock gekommen sind, haben Sie da die Angeklagte noch irgendwo gesehen? Nein, ich habe sie nirgendwo gesehen, nein. Frau Michner. Das käme Ihnen eigentlich ganz gelegen, wenn sie jetzt durch eine Verurteilung von der Platte verschwinden würde, oder? Wieso das denn? Weil Sie sich dann möglicherweise Ihres Freundes sicherer sein könnten, als wenn sie als potenzielle Kontrahentin noch im Spiel ist. Das habe ich gemeint. Das ist so ein Schwachsinn. Ja. Jan liebt mich und der will überhaupt nichts mehr von der. Also unter dem klassischen Zusammenkommen verstehe ich ja was anderes, dass zwei Leute zueinander finden, die vorher so ganz frei im Kopf sind. Aber ich denke mal, Ihr Lebensgefährte ist abgeschossen worden, weil Herr Renzel ins Rennen gekommen ist. Und der ist ja jetzt nicht mehr da, der Herr Renzel, oder? Da könnte man daran denken, dass Sie vielleicht nur so eine Art Lückenbüßer sind. Das war so ein Gedanke, den ich hatte. Aber das ist nur ein Gedanke. Was für mich eigentlich viel interessanter ist und viel wichtiger ist, haben Sie Ihren Freund eigentlich mal gefragt, warum der da überhaupt diese Filmaufnahmen gemacht hat? Naja, das ist... Wann er Ihnen davon das erste Mal erzählt hat, ist Ihnen das noch erinnerlich? Ja, das ist erst bei der Polizei rausgekommen. Aber was soll das denn? Ich verstehe gar nicht, was hat denn das jetzt hier zu tun? Das kann ich Ihnen sagen, weil ich nach der Aktenlage und diesem Ermittlungsstand davon ausgehe, dass Ihr Freund immer noch eifersüchtig war und aus Eifersucht den Lehrer Renzel, der ja wohl offensichtlich bei ihr einen ganz schweren Stein im Brett hatte, gut getötet hat. Das versucht hat. Meine Auffassung. Versucht hat, ja. Pardon. Ich habe hier noch eine Tarotkarte, Sarah. Wir wissen noch nicht, was es mit dieser Karte auf sich hat. Kennen Sie sich mit Tarotkarten aus? Ja klar, Tarot ist ein Hobby von mir. Ich habe meine Karten immer dabei. Aha. Haben Sie der Angeklagten in der Vergangenheit mal die Karten gelegt? Nee, sie fanden das total Schwachsinn. Die wollten nie damit irgendwas zu tun haben. Haben Sie denn dem Herrn Renzel, der noch so eine große Zukunft vor sich hat, mal die Karten gelegt? Ja, das war... Wann ist das gewesen? Das war im Dezember letzten Jahres. Wir waren auf Klassenfahrt nach München. Und Julia war nicht dabei. Die hatte Magen-Darm. Und dann meinte der Renzel, als wir abends zusammen saßen im Gemeinschaftsraum, dass ich ihm auch aus Spaß die Karten legen sollte. Ich war total aufgeregt, weil ich meinem Lehrer darf man nichts Falsches sagen. Was ist für den Lehrer bei der Kartenlegerei rausgekommen? Also, ich habe ihm die große Liebe vorhergesagt, sozusagen. Das ist total krass, ich habe die Affäre von Julia und den Herrn Renzel vorhergesagt. Und die Liebenden, die lagen oben und das war so unvorstellbar. So. Und dann wollte er die Karte als Andenken behalten. Haben Sie ihm zufällig auch die Karte mit dem Tod geschenkt? Nee, die müsste ich noch hier haben. Gucken Sie doch mal nach. Und wenn Sie sich so gut auskennen mit diesen Tarotkarten, dann erklären Sie uns doch bitte mal, wie man diese Todeskarte zu verstehen hat. Ja, hier habe ich sie noch. Wie hat man die zu verstehen?
Also das heißt nicht, dass man stirbt oder dass jemand getötet wird. Das heißt einfach nur, dass man sich von den Einflüssen aus der Vergangenheit freimachen soll, dass man nochmal von vorne beginnt, einen Neuanfang. Ja, aber dann würde es doch passen. Sie haben doch gedacht, Sie machen das mit Ihrem Lehrer jetzt klar. Da wird vielleicht tatsächlich im Partyraum, neben dem Partyraum, ein Kind gezeugt. Es geht alles ganz von vorne los. Deshalb hatten Sie diese Karte dabei als Symbol für den Neuanfang. Und als das Ganze dann überhaupt nicht passte und überhaupt nicht geklappt hat, da haben Sie gedacht, naja, eine andere Bedeutung hat es vielleicht auch und lassen die Karte neben der fast Leiche liegen. Und dann sollte es wirklich tot deuten. Noch Fragen an die Zeugin? Nein, nicht. Nein, im Moment, da möchte ich nämlich mit dem früheren Freund der Angeklagten fortsetzen. Jan Stegemann, bitte. Und Sie nehmen bitte an der Seite Platz. Die Zeugin bleibt unvereidigt. Herr Stegemann, bitte nehmen Sie Platz. Herr Stegemann, dass man bei Gericht die Wahrheit sagen muss, wissen Sie, wenn man das nicht tut, macht man sich strafbar. Man kann immer dann schweigen, 55, wenn man sich selber bei wahrheitsgemäßer Aussage einer Straftat bezichtigen müsste. Herr Stegemann, Jan ist Ihr Vorname, Sie sind 18, wohnen in Wuppertal. Was sind Sie vom Beruf? Ich mache eine Ausbildung als Koch. Mit der Angeklagten sind Sie weder verwandt noch verschwägert. Ja, wir waren mal zusammen. Aber ich bin ehrlich gesagt froh, dass ich aus der Beziehung überhaupt lebend rausgekommen bin. Die Frau ist einfach gestört. Gab es Anzeichen dafür, dass Sie diese Beziehung nicht überleben würden? Naja, sie hat mich mal beim Sex so gekratzt hier im Gesicht, dass ich da heute noch eine Narbe von habe. Wie bitte? Was? Wovon träumst du eigentlich nachts, Junge? Ja, komm, jetzt tu nicht so. Du weißt ganz genau, dass es so war. Wie soll ich das denn bitte angestellt haben? Mit diesen Fingernägeln oder was? Ja, damals hatte sie auf jeden Fall noch so Krallen. Ja, ist klar. Verstehe, Mann, auf dieser Schulparty am 5. März, wie sind Sie da überhaupt darauf aufmerksam geworden, dass die Angeklagte und ihr Lehrer oben zugange waren? Das war nämlich im Praxisraum und da liegt im ersten Stock. Die Party fand aber unten statt. Ja, ich weiß, aber ich habe meine Jacke vergessen in meinem Klassenzimmer. Mhm. Und das ist nun mal im selben Flur und dann bin ich hochgelaufen. Ja, und als ich hier oben war, habe ich gehört, dass da wohl irgendwo zwei zugange sind und... Dann habe ich mich rangeschlichen und habe ich gesehen, dass Julia und der Renzel halt das sind. Sie haben alles auch sofort mit Ihrem Handy gefilmt. Das will ich noch mal auszugsweise mal kurz zeigen. Unten der Lärm stammt noch von der Party. Soll an sich losgehen. Hier endet das Video ganz abrupt, Herr Stegemann. Zwei Fragen. Warum nimmt man das auf? Und zweitens, warum endet das so abrupt? Ja, keine Ahnung, ich habe einfach draufgehalten. Und dann dachte ich irgendwie, ja, Sarah sollte das auch sehen. Und dann bin ich runtergelaufen und habe sie gesucht und habe sie geholt. Herr Stegemann, im Oktober 09 ist die Beziehung zwischen Ihnen und ihr auseinandergegangen. Wer hat die eigentlich gelöst, Herr Stegemann? Sie wegen des schrecklichen Kratzers oder jemand anders? Herr Stegemann! Ja, das war Julia. Hm? Und zwar wie? Lange vorbereitet, mit einem geschmackvollen und einfühlsamen Brief? Nee, sie hat mir eine SMS geschickt, dass es vorbei ist. Und nur das. Kein Warum und kein gar nichts. Hm? Und damit würde man das so formulieren, Sie haben die Welt nicht mehr verstanden, Sie waren völlig erzürnt und dann erfahren Sie auch noch auf Umwegen, dass Sie ein Verhältnis mit diesem 30 Jahre älteren Lehrer hat. Das ist ja abstoßend, oder, Herr Stegemann? Haben Sie das gewusst? Haben Sie es erfahren? Wann haben Sie es erfahren? Ja, ich habe es erst da erfahren. Ich hatte keine Ahnung davon. Was meinen Sie mit da? Ja, als es dann jetzt rausgekommen ist, als ich das gesehen habe. Sie meinen, als Sie an diesem Abend, Herr Stegemann, nicht nach Ihrer Jacke gesucht haben, sondern unter der Befürchtung, dass so eine Beziehung existent sein könnte, dass dieser 30 Jahre alte Mann was mit ihrer geliebten Ex-Freundin haben könnte, hinterhergegangen sind. Richtig, Herr Stegemann? Nein, das stimmt nicht. Ich bin wirklich zufällig da lang gegangen. Herr Stegemann, Sie hat mit dem Lehrer Stress bekommen. Bis dahin sehen wir den Film. Sie ist enttäuscht, sie ist stocksauer und haut von dort ab. Jetzt ist sie weg. Und Sie sind noch da. Herr Stegemann, was haben Sie getan? Nein, das ist... Was? Nein, Herr Stegemann, Sie ist weg und Sie sind noch da. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Das ist,
Was denn? Herr Stegemann, soll ich Ihnen sagen, Sie sind da geblieben. Sie sind da geblieben, sie war weg. Sie haben den Renzel dort im Liebesspiel mit Ihrer großen Ex-Liebe gesehen. Und dann sind Sie ausgerastet. Und dann haben Sie zu der Kugel gegriffen. Dann haben Sie ihn irgendwann gefesselt. Und dann haben Sie ihn niedergeschlagen, richtig? Bestimmt nicht, nein. Wieso denn auch? Ich meine, ich würde nie... Und außerdem, woher soll ich überhaupt die Handschellen her haben? Ich hatte keine, aber Julia hatte welche. Was? Ja, das waren deine Handschellen? Benutzt. Ich wollte nie Sex mit Handschellen. Ja, im Übrigen, Herr Verteidiger, Ihre Analyse war natürlich mal wieder brillant, wenn auch leider mit dem falschen Ergebnis. Wenn er das sieht, was er da gesehen hat, denn er hat es ja gefilmt, und mitbekommt, der Lehrer macht Schluss, dann gibt es keinen Nebenbuhler mehr. Dann gibt es doch gar kein Tatmotiv. Das ist erstmal das allererste, was ich da sehe. Und wenn er irgendwie mit drinsteckt, warum soll er dann auch noch hingehen und das Video der Polizei zur Verfügung stellen? Herr Römer, das ist doch leicht zu erklären. Der Film bricht doch genau an der Stelle ab, wo der vordere Teil für ihn von Bedeutung ist, damit wir alle sehen können, was da für ein schrecklicher Streit war, Motivlage und das, was dann interessant wird. Das ist natürlich nicht mehr da, dann wird doch abgeschaltet. Warum haben wir eigentlich abgeschaltet? Sie ist weg, wo sind Sie jetzt hin? Ich bin runtergegangen, habe meine Freundin gesucht, das habe ich Ihnen auch schon gesagt.